Ah, so, willkommen zurück zu The Winter Witch. Das sind im Spiel, wo wir Leute küssen. Lustigerweise. So, hallo Dings. Ah, sie hier, die mich. Die Schultern, was? Was? Doch ihre Lippen drücken sich nicht. Die Schultern zucken, das ist nicht mal das seltsamste. Stell dich ein, dass du je hattest. Das bringt vor allem jedes Mal 6000 XP, ne? So, Weiter, sie können nur leuchten. Und ich verbeugen und gehen. Ich habe euch eure Bitte erfüllt und ihr wollt mich dennoch töten. Was? Ich wollte sie nicht töten. Moment. Lass mal gucken, ob ich das Richtige gekriegt habe. Ich kenne es ja nochmal an. Es gibt Intelligenz. Ach. Ich glaube, ich muss hier noch ein paar Mal laden, bis ich die richtigen Attribute alle finde. Das ist gar nicht mal so einfach. Das ist... Also ich hätte vermutet, dass das, was ich gerade geklickt habe, dass mir das Geschicklichkeit Finesse bringt, aber anscheinend ja nicht. Der Schwanenfederkiel. Achso, ja gut, der Kiel des Schreibers, ja gut. Dann kann ich das schon mal auf jeden Fall mit Lilith machen, obwohl Lilith den Konstitutionsverlust vielleicht nicht so gut verkraftet. Es ist halt auch die Frage, ob ich das... Möchte ich das eigentlich wirklich mit diesem Spinnenkurs das noch mehr haben? Weil prinzipiell... Das bringt mir ja halt zwei Attributpunkte, kostet mich aber zwei andere. Das macht eigentlich nichts, ne? Eigentlich kann ich das genauso gut auch lassen. Weil, eigentlich ist es sinnfrei. Das ist jetzt schön, dass wir es mit einem Char gemacht haben, aber das bringt halt nichts. Wenn ich mal so mal nachdenke. Also es würde mir halt nur was bringen, wenn ich absolut min-maxen würde und unter 10 gehen würde mit irgendeinem Attribut. Aber es kostet mich halt immer Konstitution. Sagen wir mal, wenn mich das Stärke kosten würde, dann wäre es gut. Also wenn ich Stärke opfern könnte, um, sagen wir mal, innen zu kriegen, dann... Denn wäre es halt zwar so praktisch, aber ansonsten. Es bringt halt nur was, wenn ich irgendwie irgendein Attribut kriegen würde, was ich durch Ausrüstung kriege. Aber gerade, da ich, dass es halt Konstitution ist, brauche ich halt jedes Attribut. Sagen wir mal, wenn ich jetzt irgendwelche Rüstung hätte oder irgendwelche Ringe, die halt irgendwie 3 Intelligenz plus machen und gleichzeitig Stärke bringen würden, dann würde der Spinnenbiss was bringen, wenn er mir dann Stärke entziehen würde. Aber so ist es halt total hohl. Ich glaube, ich lasse das komplett. Weil ich meine, erstmal bringt die Verstand nichts, ich brauche, hab hier über Konstitution und das... Das bringt ja dieses Mal XP, aber das ist halt Mist. Sag ich mal, aber das ist halt dumm. Nee, ich mach das nicht. Es sind nur noch 6 Runden, die Erleuchtung. Weil... Es ist halt leicht sinnfrei. Ah, das ist ja unten die Arena, okay gut. Also hier gibt's auch nochmal eine Arena. Die werden wir jetzt noch nicht schaffen können, weil ich zu schwach bin. Gut, also wir lassen den Spinnenbiss. Das scheint mir keine gute Idee zu sein. Das geht nur schief. Zwergen her? Was? Na, wahrscheinlich. Nee, wir lassen das. Je länger ich darüber nachdenke, desto dümmer ist das. Weil ich könnte ja genauso gut einfach ab Spiegel 2 Punkte für den einen Attribut nehmen, das an den anderen. Was ist? Der Boss hat zu tun. Bestie streicht sich einen Moment über den Bart, vergräbt dann seine Hand darin, holt sie beim ausgestreckten Mittelfinger wieder hervor. Er marschiert an einem verdutzten und wütenden Wachen vorbei, den Mittelfinger immer noch ausgestreckt. Mit den Schultern zucken und seinen zwergischen Begleiter folgen. Die Wache zuckt auch mit den Schultern. Der Boss kann sich aufpassen, soll eure Freunde das auch mal bei ihm probieren. Band? Maler? Oh. Loha und Kade, okay. Ich habe euch von klein auf aufgezogen, Maler. Wie meine eigene Tochter, das. Er hebt den rechten Arm und zeigt auf einen weißen Rippenverwandten mit seinem nassen roten Fleck. Das ist nicht der Dank, den ich erwartet hätte. Wer schickt euch? Der furchterflößende Zwerg donnert dann die Faust auf den Tisch. Du hörst das laut knacksen. Genug! Die haben Anhauen gebracht. Wusstet ihr das? Redet schon, oder ich schneide euch die Zunge raus und brate sie mir zum Abendessen. Nichts sagen. Band! Kade, bringt zum Reden und, oder lasst sie verbluten. Sie gehört jetzt nicht mehr zu mir. Sein Spott dringt für den gefesselten Zwergen zu dir herüber. Und ihr! Ich hoffe, ihr habt einen verdammten guten Grund, hier zu sein. Das Gesetz des Ordens? Warte mal, ist das das gleiche Ding mit den toten Dingens? Haben wir erfahren, dass sie in Arx? Haben wir erfahren, dass... Achso, okay, das ist also quasi wahrscheinlich eine andere Seite der gleichen Medaille. Na, ich rede mal mit Bestie mit denen, dann müsstest du ja eigentlich da besser laufen, ne? Bestie platzt beinahe, als er den anderen Zwerg sieht. Er schlägt mit der Faust in der anderen Hand einen Knurrt dabei. Bestie erlauben, sich einzumischen. Bestie steckt seine Waffe dem Zwerg entgegen, der schaut dich erst dich und dann die Bestie an. Ihm scheint die offensichtliche Drohung nicht sonderlich zu beeindrucken. Ihr seid ein mutiger Junge, nicht einfach aufzutauchen. Ich weiß, wer ihr seid, Bestie der See. Also, was führt euch in dieses gottverlassene Dorf? Operation Untergang, ihr Hohlschädel. Und ihr werdet es mir sagen, was ihr wisst, sonst kehre ich euch eine Eingeweih nach außen und stopfe sie euch ins Maul. Widerlich.
Nun, bevor ihr euch völlig durchreicht, solltet ihr wissen, dass die Königin keine Freundin von mir ist. Zumindest nicht mehr. Er spuckt auf den Boden und deutet dann auf den Raum sich herum. Ich bin Geschäftsmann. Bei mir läuft vielleicht nicht immer alles ganz sauber, aber glaube nicht, dass es sich um einen Piraten erlauben kann, jemand anders aufgrund seiner Handelsgeschäfte zu verurteilen. Was Justinia vorhat, ist für mich unterm Strich weniger attraktiv. Ich will Justina nicht helfen, ich will sie aufhalten. Besti denkt einen Moment über Lohas Worte nach. Dann steckt er seine Waffe weg und bedeutet Loha fortzufahren. Ich dachte mir schon, dass ihr es so seht wie ich. Kommt, macht es euch bequem, wir unterhalten uns, wenn ihr soweit seid. Bestie. Ist das der erste Tagebuchantrag über Bestie? Ich habe ja schon geahnt, dass es ein bisschen mehr um Bestie geht. Ich leuchte wie der letzte. Ich fühle mich leicht heilig gerade. Auf YouTube nicht zu sehen, aber in dem Livestream bin ich gerade sehr gut. Kriegen wir aus Maler eigentlich noch was raus bei der Gelegenheit? Die übelzugerichtete Zwergin zieht die Lippen zu einem brutalen, blutverschmierten Zähnefischen zurück. Gedicht für Justinia? Denke ich, wir haben Gedichte, die der außergewöhnlichen Zwergenkönigin Justinia gewidmet sind. Schlüssel. Abwandlung zur Menschheit? Na denn. Loha? Los! Lasst es raus, Bestienjunge! Werdet ihr es für mich erledigen oder nicht? In Richtung der Zwergen vorn deuten und fragen, was sich zwischen ihnen ereignet hat. Familiensache. Sie gehörte zu mir, fühlte sich aber auf wie eine Irre. Ist mit dem Messer auf mich losgegangen. Zum Glück hat sie eine alte Wunde erwischt. Die Narbe hat das Messer abgelenkt. Also, wie seid ihr aus der Freudenfeste raus? In vollem Frage wohl, was du es an einigen Magister unentdeckt vorbeikommen. Ich habe Leute. Sie haben Leute. Leute reden. Die Magister sind hier nur nie lang genug still, um zuzuhören. Aber ich liebe gute Geschichten. Ich habe letztens auch eine gehört. Ein paar Fremde sind am Ufer von mir vor der Stadt gelandet. Meister Sivars Leute. Gehört ihr zu euren kleinen Suchern? Ja, Gott erweckte hinterher und fleht sie an, uns alle zu retten. Ich gebe zu, das habe ich nicht kommen sehen, Bestie. Sagen, dass du selbst auch Gott erweckst, kann ich jederzeit anzufangen. Das ist ja nicht sonderlich überzeugt klingt. Der Orden erzählt uns alles mögliche über die Gotterweckten. Hab selbst noch keine Spur von denen gesehen. Also nein, bin nicht überzeugt. Sagen, dass du selbst trotzdem geht alles bergab. Geht alles den Abfluss runter. Und wenn keiner einen Stöpsel reinmacht, werden wir weggespült. Was möchtet ihr sonst noch wissen? Ihn fragen, ob er sonst eine Operation Untergang. Denke schon, wie ich Silver kenne, solltet ihr für sie nach Quellenmagiern suchen. Ihr könnt euch helfen, aber ich habe gehört, dass sie für die Magister arbeiten. Hohe Tiere bei den Schiffen. Also, wie so bei allem, was Schmerz macht, sollte ich einen Wurm wie euch helfen. Konstitution? Überreden fehlgeschlagen. Deine Überredung 0. Benötigt 2. Ach so. Ach, das haben sie auch in den Patchnotes geschrieben, dass es jetzt mehr drin steht. Was für ein Scheißdreck. Aber Silva hat sicher ein Auge für Talent. Vielleicht ist ja was dran an euch. Ich schätze, ich könnte euch helfen, je nachdem, was ihr für mich tun könnt. Fragen, was er in den Sinn hat. Er zeigt den Verband an seiner Seite. Hatte Ärger mit der Familie. Meine Mädel Maler musste plötzlich unbedingt mit dem Messer auf mich losgehen. Sieht Maler echt nicht ähnlich. Auch, dass sie jetzt die Klappe hält. Irgendwas ist hier faul. Und obendrein hat sie nicht mehr irgendeine normale Klinge verwendet. Das Ding hat einen von meinen Leuten getötet. Der Kerl heißt Mordus, ein Einzelgänger, aber verdammt clever. Ich wollte wissen, ob er eine Ahnung hat, was mit Maler gefahren ist und niemand kann ihn finden. Ich will mit dem Kerl reden. Ihn fragen, ob er glaubt, dass Mordus diese Unterhaltung überleben wird. Das wird ganz an ihnen liegen. Wurde lange nicht mehr gesehen. Ein paar meiner Leute durchsuchen aber gerade sein Haus in der Nähe der Taverne. Sagt ihnen, dass er von mir kommt, dann erzählen sie euch, was sie gefunden haben. Wahrscheinlich sind sie eh froh, euch zu sehen. Quellenmagier haben sicher mehr Glück, ihresgleichen zu finden. Fragen, ob du noch mehr wissen musst. Tja, wie gesagt, Mordus ist speziell. Ein Quellenmagier, um genau zu sein. Vielleicht einer von denen, die Siva sucht. Wenn ihr was von ihm wissen wollt, solltet ihr ihn fragen, bevor ich einwörtlich mit ihm spreche. Hier, ich könnt das hier haben. Passt ohnehin besser zu euresgleichen. Ey, ein edler Dolch. Viel Glück. So, warte, jetzt können wir nochmal mit Dings reden hier. Nein, nicht mit Bestie. Ich bin kein großes Land drin. Nee, fortgehen. Wo ist denn jetzt der? Verdammte Zwerge sind also klein. Genau, jetzt ist es nachvollziehbar, warum Optionen scheitern. Ja, Loha. Macht lieber auf dem Weg, bevor Mordus euch nach Arx abhaut. Sagen, dass du anderes besprechen würdest, ihn fragen, was er genau in Treuperz macht. Was immer nötig ist, das ist nicht klar. Erzählen von der Stadt einer zerstörten Karawane entdeckt zu haben, sieht aus, hätten der Leute was damit zu tun gehabt. Stimmt, habe dabei Anha verloren, einer meiner besten Männer. Die Alias Leiche konnte ich aber nicht finden. Vielleicht wurde sie von die Quellenmagier von den Bestien verschloppt. Fragen, warum die Leichen der Gefallen nicht bergen lässt. Werden wir noch, sobald sich die Roten wieder beruhigt haben. Die sind gerade höllisch nervös. Würde keinen gut tun, wenn wir jetzt Rabatz machen. Das Thema wechselt. Sagen, dass es Treibholz angeblich einige Mister Mord wegen fragen, was er darüber weiß. Bleibe ich mich nicht, als ob ich meinen Leuten so in Gefahr bringen würde. Aber wenn ihr herausfindet, wer es war, dann schüttle ich ihnen die Hand von mir. Ah ja. etwas anderes? Ich war schon. Okay, gut. So, das ist eine Schatzkammer, die hat einen Hintereingang. Warte mal, ich darf die Tür? Das ist eine Gittertür, ja? Ja, nice. Ich darf die Tür zwar nicht aufmachen. Das gehört euch nicht! Was?
aber... Das habe ich mitbekommen. Behalt eure Finger dort, wo ich sie sehen kann. Das sollt ihr nicht anfassen, ne? Ja, aber... Hä? Was haben wir da? Ach, da wachsen die Druranien. Druranien-Züchtchen? Ach so. Ach, da sind die Suchis. Na gut, das interessiert mich jetzt gerade nicht so doll. Das, warte mal, Quick Save. Genau. Bevor ich das gemacht habe. Na gut. Also, das Überreden hängt wirklich nur von der Überredung an. Die Dinge, die ich da nehme, die Attributpunkte, sind eigentlich total Latzen. Es geht wirklich nur um das, um das RPG, wenn ich da sage, ich mache eine Finesse-Überredung. Denn. Scheinbar ist es so. Jo. Tja. Naja. Da haben wir wieder den Fehler gemacht, dass ich mit Bestie gesprochen habe. Aber irgendwie schien es mal logischer, mit einem Zwerg zu reden. Eigentlich muss ich jeden Dialog mit. Ah, das gefällt mir gar nicht, dass der rote Prinz das. Dass mein Redelsführer hier ist, Redeführer. Einfach weil er halt irgendwie derjenige ist, der nicht irgendwie gerade hier am sympathischsten. Also, weiß nicht, viele Leute haben Vorurteile vor den Echsen. Und das auch zu Recht. Warte mal, ich kann beliebige Leute nennen. Nee. Okay. Ich dachte gerade für kurz Moment, ich kann beliebige Leute mit der Veränderungsmaske verwandeln, aber das wäre ja Quatsch gewesen. Jeder der Schwarze hat auch seine eigene Storyline hier. Ja, ich weiß. Das würde auf jeden Fall einen zweiten Playthrough möglich machen. Also das ist Meister Sivas Haus? Okay. Da muss ich dann wohl mal tatsächlich mit meinem Hauptschar sprechen. Oder sind tatsächlich Leute, die mir wohlgewogen sind? Kannst dich sicher bewegen und tun, was du willst, ne? Kleine Mietje. Hallo, Elisabeth. Der Meister ist zurück! Der Meister ist zurück! Aber sie will nicht spielen! Tja. Erzähler. Der Meister sitzt zusammengesunken auf einen Stuhl und blickt sich im Raum um. Während sie die Schulter hält, sieht sie aus, als hätte ihr Geigen den Arm ausgekugelt. Verfluchte, rotbemalte Pabiane! Wühlen die meinen Kleiderschrank durch, als würde ich alte, wertvolle Geheimnisse bei meinen Unterhosen aufbewahren. Man weiß ja nie. Sie holt tief Luft und schiebt mit einem Dreh, einen Knacken, einen Schmerzensschrei die Schulter wieder ins Gelenk. Ich schwöre bei den Sieben, wenn wir nichts Wichtiges zu tun hätten. Sie greift über den Tisch, zieht eine Schale mit heißem Wasser zu sich und fischt Verbände, Nadeln, Faden aus einer Kiste. Bedächtig versorgt sie ihre Wunde. Wenigstens haben die Barbaren es nicht geschafft, sich in meine Katakomben zu prügeln. Als müsste alles, was ihr braucht, intakt sein. Sie spricht da halt schon zu mir, ne? Diese Sonne, ne? Nicht räuspern, bedankt man sich nicht mal. Also bei den Retter fragen, was genau ist, was du brauchst. Sind wir langsam schnell fragen, warum sie aufgehängt wurde. Angeblich habe ich beim Mord an den geliebten göttlichen Spee Alexander eine Kralle im Spiel. Der Meister zieht den Verband eng in die Wunde. Sie zuckt zusammen, knüpft einen straffen Knoten. Aber du kannst den roten Fleck bereits sehen, der durch den Stoff hindurch sich ausbreitet. Bestie, hey, die gute Frau doch mal. Die ist schon voll geheilt. Was spielt das für eine Rolle? Ah! Dass ich die ganze Zeit in der Stadt war. Offenkundig überwinden meine Bosheit Raum, Zeit und Logik. Unbehaglich hüsteln. Eigentlich bist du der Grund, warum wir Meister Alexander untersuchen. Ja. Meister Sivira erstarrt, den Blick auf dich gerichtet. Ihre Klauen im Griff, einen weiteren Verbandsstreifen abzuschneiden. Sie schneidet die Verbandsstreifen mit ihren Klauen ab? Was für ein Zitat? Daylight. Burns! Ja, wirklich. Guck das mal an hier. Ja, nicht mehr lange, denn es ist ein Südfenster hier. Es ist, glaube ich, perfekt nach Süden ausgerichtet. Und. Das ist um 14. Na gut, das ist nicht perfekt. Na, vor Dings umgerüstet, dann wäre es ja. Warte mal, ich könnte mal kurz den Kompass anmachen. Oder was ist denn hier der scheiß Kompass? Ja, das Fenster ist nach Süd-Südwest ausgerichtet. Ja. Und in. Naja, 10 Minuten sollte die hinter der Jalousie sein. In der nächsten Wohnung werde ich mir auf jeden Fall Vorhänge besorgen. Also so eine Rollladen. Um es richtig dunkel zu machen. Gerade im Sommer ist das wäre super. So, na gut, der Start. Warum in aller Welt habe ich das nicht gleich gedacht? Nicht, dass es mir um ihn leid getan hätte. Ich schätze, mein Grinsen während des Verhörs hat die Sache nicht besser gemacht. Laut überlegen, ob sie nicht etwas vergessen hat, das zweite Zauberwort. Schau, was musst du tun? Kannst du nicht, dass ich frei ist? Du wirst rasch folgen. Was musst du tun?
Es reicht nicht aus, Gott da weg zu sein. Um zur Göttlichkeit aufzusteigen, es gibt einen Prozess. Beim Sprechenden korkt der Meister eine Fiole mit einer schimmernden Flüssigkeit. Quellenenergie. Sie lässt einige Tropfen auf ihre Handfläche fallen, aber statt einzusickern, verdampfen sie rasch von den Schuppen. Sie starrt eine Weile auf ihre leeren Handflächen. Dann wendet sich die wieder hierzu und macht weiter, als wäre nichts geschehen. Ein Prozess, durch den ein Gotterweckter aufsteigen kann. Er beginnt damit, sein tiefstes Selbst zu entdecken, mit dem Eintauchen in die eigene Seele. Oh Gott, wie viel Zeit habe ich noch? Gut, dann, dass du schnell wirklich anfangen wirst, dich leise entschuldigen, das ein paar Sachen, bevor du dich selbst konzentrieren. Oh, will ich das jetzt? Verbaue ich mir dadurch jetzt irgendwas, wenn ich jetzt sage, ich möchte das jetzt machen? Weil ich meine, draußen im Busch konnte ich nichts machen, die Arena schaffe ich nicht. Und so freies Erkunden außerhalb der Stadt sieht mir auch gerade ein bisschen unwahrscheinlich aus. Also, möchte ich das? Ich nicke mal. Was muss ich tun? Wir fangen an, sobald wir das Werkzeug aus meiner Katakombe geholt haben. Ihr mögt auserwählt sein, Gotterweckter, aber es braucht mehr als ein übernatürliches Tätschel eures Scheides, damit ihr göttlich werdet. Kommt, Gotterweckter. Zeit herausfinden, wie erweckt ihr wirklich seid. Nee, das wird die Hauptsache wieder. Okay, alles klar. Also, es verbaut mir nichts. Geschichte von den sieben Göttern, die Heldentaten der vier. Die Heldentaten der vier? Welche vier? Achso, ich habe hier so einen komischen Dolch gekriegt. Sehnenreißer? Du hast Dolch, du hast den reichlich benutzt. Mhm. Gewiss doch, so, wo ist jetzt das komische Bau? Automatisch sortieren, jetzt, zack. Seht die großen Helden von Treibers mit ihren Taten, für die wir ihnen zu Dank verpflichtet sind. Garrick, ein Mensch, der die Nekromanten erschlug, die sich Toten im Steingarten bedienen. Bromley, ein Zwerg, der die Dämonen besiegte, die die riesigen Wälder heimsuchten. Vydia, eine Echse, die den seltsamsten Bestie bezwang, die aus den uralten Höhlen östlich von Treibers hervorkrochen. Hala, ein Elf, der die Bauern des Treibers versorgte, vor erbarmungslosen Banditen beschützte. Durch die Taten sind sie unsterblich geworden. Die Zeichen ihres Sieges sollen dort ruhen, wo sie ihre Feinde bezwungen haben. Oho. So, Katakomben. Muss ich jetzt hier mit meiner unfassbaren Intelligenz den unterirdischen Eingang finden? Mein Handy klingelt. Katakomben? Hm. Handy? Was ist los? Ach ja, was, Tunesien? Nee, tatsächlich nicht. Freundin. Kudelfisch? Mhm. Ich bin mir fast sicher, dass das ein Bild eines Entwicklers ist, aber ich könnte mich täuschen. Wo ist denn diese komische Katakombe? Hä? Ich wollte mit dir reden. Hallo, ich will mit dir reden und nicht den Mist klauen, der hinter ihr steht. WTF? Die Person wurde mit gekonnter Hand porträtiert. Ihr Blick steht dir stets zu folgen. Es ist wirklich ganz einfach. In der Ecke befindet sich ein Gemälde. Nehmt es ab und drückt auf den Knopf dahinter. Dort können wir die Katakombe betreten. Die Kombination mit der Katakombe lautet 15R34L23. Okay, ich hoffe, das Spiel sagt mir das. So, ich habe ein Gemälde abgehangen, ja. Ach, dieses Gemälde. Gemälde einer Landschaft. Ah ja. Isla. Man lernt einfach Anweisungen auszuführen, da fühlt man, drückt den Knopf. War großartig. In den Bodenbrettern ist eine Steintür eingelassen. Eingemeißelte Wirbel umrahmen eine zarte Drehscheibe. Die metallische Scheibe scheint ihr im schwachen Licht zuzublitzeln. Die Tresorkombination eingeben, die der Meister gesagt hat. Du gibst in aller Ruhe die Kombination ein. Das metallische Klicken der Zuhaltung teilt dir mit, dass du den Code korrekt eingegeben hast. Yay. So. So, mächtiges Erwachen. Oha. Ich hoffe einfach nur, dass ich demnächst mal um die Fähigkeit kriege, mit Geistern zu reden. Obwohl es wahrscheinlich eh nicht, gar nicht drin ist. Wir haben den wir müssen den Meister 7. Ja gut, das ist jetzt nicht so. Dann nochmal leveln werde ich wahrscheinlich so schnell nicht. Wie viel XP brauche ich? 139.000, ja ist klar. Oh, ein Quellenbrunnen. Was hat er gerade gesagt? Warum ist denn hier eigentlich immer noch... Wollte Runen...
Das sind also die Katakomben, ne? Also so ein Quellenenergiebrunnen wäre bestimmt verdächtig gewesen. Über Quellenenergiebrunnen Teil 3 kenne ich leider ohne Feuersturmgranate. Das war's für den Roten Prinzen. Noch eine. Nehme ich gerne. Zutatenschrank. Was haben wir hier Schönes? Du öffnest die Tür und siehst deine Auswahl, Zutaten unerkennbare Orte zusammenzuwerfen. Den Schrank in Ruhe lassen. Na toll. Zündungssteuerungsventil? Das möchte ich wahrscheinlich noch nicht machen, oder? Es wird nur so Komplikationen. Abhandlung zur Menschlichkeit. Nein, Menschheit. Und zieht zum Aufstieg von Dr. Gotterbeckten. Moment, mein Interesse ist geweckt. Was ist denn das? Ist das hier nicht? Meister Sieve weist mich an, meine Ergebnisse aufzuzeichnen, bevor ich Experimente zum Aufstieg der von Gott erweckten durchführe. Das Ritual selbst ist einfach. Man lege ein Stück Schwarzwurzel in die Ritualschale, man nimmt Blut mit einem Obsidian-Lanzette ab, am besten das eigene, und träufelt es auf die Wurzel. Man erhitzt die Schalen ihren Inhalt über eine Flamme. Man sorgt dafür, dass man über ausreichend Quellenenergie verfügt. Man inhaliert den entstehenden Rauch. Was danach kommt, ist nicht bekannt. Die Zutaten für dieses Ritual sind nicht unbedingt selten, aber könnten schwer zu beschaffen sein. Ich habe Glück, dass Meister Sieveres Quellenbrunnen niemals versiegt, also ist das Sammeln von Quellenenergie einfach. Schwarzwurzel ist jedoch eine ganz andere Angelegenheit. Die Wurzeln wachsen in den Wäldern nordwestlich von Treibholz. Sie wird weder von Gift noch Dornen geschützt, doch allerlei Kreaturen pirschen durch die Bäume. Es ist weise, schnell zu holen, was man braucht, und dann wieder zurückzukehren. Ich bete, dass meine Experimente zukünftige Gelehrten den Weg ebnen. Oder sollte ich erfolgreich sein, jedem die Möglichkeit geben, den Gotterweckten Möglichkeiten zu geben, den Gotterweckten ebenbürtig zu werden. Lehrling Talig. Eine Axt. Also, so ein Dings halt. Der Meister untersucht ihre Wunden, tippt auf die eine, stöhnt über die andere. Ihr Gesicht ist grimmig, als sie dich an dich wendet. Wisst ihr, was es bedeutet, die Macht der Göttlichen zu haben, Gotterweckte? Eher nicht. Ey, sie verkauft Kapuzen, magische Kopfbedeckung, Pyrokinet und ihre Turk. Ist eigentlich genau das Richtige für mich? Das bringt halt ewig viel Rüstung, ist tatsächlich besser. Macht die mir gute Preise? Faden. Telekinese, Schleichen, Glücksbringer. Also das ist ja wohl mal die ultimative außerhalb des Kampfes Gürtel, wirklich. Diese Gürtel wurden mit Eisenplatten versehen, schützt den Träger so vor Angriffen, die auf die Hüftgegend abzielen. Das ist ja schön. Aber der Gürtel, also ich meine, außer den. Also der ist jetzt tatsächlich besser als mein aktueller. Ich glaube, ich kaufe den sogar einfach nur, weil er legendär ist. Vor allem, weil er schleichend Telekinese und Glücksbringer bringt. Warte mal, Ivan, kauft das Ding bitte mal. Wir verramschen in der Zunftzeit alles, was wir noch so gefunden haben. Das Schild hier war. Oh, das ist ziemlich gut, oder? Das behalten wir mal. Gib mir leider Landschaft. Das Ding hier noch, das Ding hier noch. Na bitte. Das ist ja nicht gerade so viel Geld wert. Oh, der edle Dolch. Warte mal, den sollte ich vielleicht nicht verkaufen, oder? Brauche ich den davor irgendwas? Der hat einfach nur gesagt, ich soll den Dolch nehmen, weil der ist irgendwie gut, ne? Ich verkaufe den jetzt einfach. So, gut. Sagen, das bedeutet alles zu tun, was man will. Also eine totale Verantwortung für alle anderen bedeutet, dann ist die Macht, die eine Welt zu einem besseren Ort zu machen. Totale Verantwortung? Ganz recht. Göttlichkeit anzunehmen bedeutet, Verantwortung für die Leben aller Personen und Tiere in ganz Rivellon zu übernehmen. Mit der Göttlichkeit steht euch die Macht aller 7 Götter zu Gebote. Ihr könnt jede Wunde heilen, Inseln aus dem Meer steigen lassen, jedes Unrecht korrigieren. Aber macht euch klar, dass die Göttliche nur eine Pflicht hat, diese Welt vor der Leere zu beschützen. Die Göttliche kann ihre Macht nicht für etwas anderes einsetzen. Ein handigen Gift kann man etwas für sich selbst brauchen, wenn du ihn verstehst. Du verstehst dann. Also schön, dann wollen wir mal sehen, ob wir der Lehre der Göttlichkeit aus den Fängen reißen können. Das Ritual selbst ist ganz einfach. Etwas Schwarzwurst in die Schale geben, etwas Blut beimengen, das Gemisch in Brand setzen und mit dem Rauch einatmen. Alle Gefühle von Schwindel, brennendem Bronchien und den schrecklichen Eindruck existenzieller Bedrohung ignorieren. Alles ganz normal, auch wenn du unterwegs ein bisschen Quellenenergie opfern musst. Alles, was ihr braucht, ist hier. Die Zutat im Schrank, die Quellenenergie im leuchtenden Brunnen, das Ritual im Folianten, im Regal, sogar die eine Schriftrolle des Feuers. Der Meister betrachtet ihre Wunden, fühlt sie neugierig, als frisches Blut hervorquillt und ihre Klaue befleckt. Anfang des Jahres von ziemlich übel aussehen? Ziemlich. Aber von einem leeren Erwachten ein Stück gerissen zu werden, wäre noch lästiger, als wenn es euch, nichts ausmacht. Der Meister dort fahre ich auf den Zutatenschrank. Sagen, dass du sofort anfängst. Und verliert nichts. Die Zutaten sind wirklich selten. Ich wandere nicht zurück zum Klosterwald, um euch mehr Schwarzwurzeln zu sammeln. Ah ja. Das tut einfach das Ritual suchen, aber siehst du den Schwarzwurzeln? Oder nee, nimmst du den Schwarzwurzeln und besiegst du eine alte Scham, die selbst in der Schrankwurzel und Fuß auf. So, und jetzt. Meine Quellenenergie haben wir definitiv genug. Was übrigens interessant ist, der Quellenenergiebrunnen auch in der Lore als unversiegbar beschrieben wird. Das passiert, wenn man das Ding umkippt. So, jetzt muss ich einfach nur Crafting machen hier, oder was? Also. Hä? Ich kann eine Spielzeuge am Bus bauen. Lustig. Grimoire.
kann mir da richtig viele Schriftrollen herstellen, fällt mir gerade so auf. Nicht, dass ich davon was möchte, aber ich könnte. Metallreparatur. Ne, warte mal. Was soll ich jetzt machen? Ich soll das da einfach nur erwärmen. Müsste ich da eigentlich nur... Moment mal. Wir haben die Zustände, jetzt müssen wir das Ritual anfangen. Wir müssen uns mit der Obsidian-Lanzette schneiden, anschließend das Blut in der Schale mit dem... ...in den Keller seine Schriftrolle des Feuers, damit wir die Mischung anzünden können. Naja gut, das ist Feuer, kann man selber. Also, Obsidian-Lanzette. Verbinden. Autsch. So, und jetzt? Wo? Kombinieren mit? Habe ich jetzt irgendwo Blut im Inventar? Eigentlich nicht, oder? Warte mal. Hä? Ich meine, das ist ja eine Sache, die mich damit anschneide, aber... Wo soll ich das Ding auf den Boden stellen? Moment. So, jetzt ist das Schwert blutig. Das Ding ist bloß. Na gut, dann machen wir das hier. Denn die Drudernähe. Nee, Schwarzwurzel. Aha, Ritualschale. Es fehlt nur noch etwas Feuer. Na gut, das kriegen wir hin. Das müssen wir das Ding noch irgendwie. Wo ist die Schale jetzt hin? Schale? Hä? Achso, die steht hier auf dem Boden. Okay, gut. Hab ich. Mann, das ist die Menüs nicht alle zugehen in der Taste. Gut, denn. Moment, da muss ich mal kurz ein bisschen. Eine Energietour. Hey, eine Quellenkugel. Gewertfähigkeit, das ist eine Rune. Die schon. Wenn meine Quellenmagierpunkte halten, Ersatz für eine Rune in der Ausrüstung erzielt bei Sonnen Herrscher. Verwenden Sie weise. Interessant. Ups. Ich habe gerade einen Heiltrank getrunken, das wollte ich nicht. Shit. Okay. Wo ist die scheiß Schriftrolle? Habe ich die schon eingesagt? Ich meine, ich könnte jetzt Feuerball auf den Boden zaubern, das wäre halt voll die krasse Explosion. Du atmest den Rauch tief ein und deine Sicht verschwimmt. Du spürst ein heftiges Hämmern im Kopf und die Welt verschwindet. Den Rauch in der Lunge halten das Hämmern und Schädel ignorieren. Als die Welt verblasst, spürst du den Boden nicht mehr. Du greifst nach einem Halt und spürst, wie du langsam in die Tiefe deiner eigenen Seele fällst. Ach ja. Das ist die tiefste Seele meiner, tiefsten Winkel meiner Seele. Das sieht aus wie die hallende Echos. Echos, ja. Großartig. Na gut, damit machen wir mal einen Cliffhanger. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis dahin.